Schlaft stets. Danke, dass ihr euch so rasch eingefunden habt. Ihr werdet gemeinsam mit der dritten Flotte aufbrechen. Grüße. Sprecht mit Kapitänin Angelika, sobald ihr bereit seid, in See zu stechen. Die Hilfe. Helden der dritten Flotte, stellt euch! Meldet euch umgehend bei König Graumähne! Folgt mir! Beeilt euch und lasst euch nicht vom Weg abbringen! Brüder und Schwestern der Allianz, hört meine Worte. Der feige Angriff der Horde auf Teldrassil hat uns in den Krieg gestürzt und zeigt uns, was wirklich auf dem Spiel steht. Ihr Kriegshäuptling wollte nicht einfach eine Stadt einnehmen. Sie wollte unsere Lebensweise zerstören und jegliche Hoffnung für kommende Generationen. Um unsere Zukunft zu sichern, muss die Banshee-Königin gerichtet werden. Ihre dunkle Herrschaft endet heute. Gemeinsam treiben wir ihren verderbten Kadaver aus diesem Land und lassen unsere Banner aufs Neue über Lordaeron wehen. Kämpft gemeinsam für die Allianz! Soldaten! Information! Hör auf mich! So dicht! Diese Goblins müssen aufgehalten werden! Zerstört den Schredder!
zu den Toren. Sieg für die Allianz! Nicht die leiseste Ahnung, womit ihr es zu tun habt, kleiner König. Das ist erst der Anfang. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was gebaut wurde, kann man auch zerstören. Gent, folgt mir! Die Seuche vor! Lasst sie auf ihre Armeen niederregnen! Es muss einen anderen Weg geben. Wir haben keine Zeit für Skrupel, Hochfürst. Krieg erfordert nun mal direktere Methoden. Tötet ihre eigenen Truppen. Vernichtet sie! Sie belebt ihre Leichen. Wir müssen die Verwundeten wegschaffen! Mein König, die Seuche ist zu gefährlich! Wir können nicht riskieren! Die Allianz lässt keinen Soldaten zurück! Diesmal nicht! Sind verloren. Unsere Truppen schwinden. Vater, hilf mir.
Ich brauche deinen Rat. Ich brauche... Ein langer Weg. Bleibt wachsam. Die wahre Schlacht liegt vor uns. Jaina, dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Wir brauchen euch in diesem Kampf. Ich kämpfe an eurer Seite, mein König. Die Horde wird für ihre Verbrechen zahlen. Ich blockiere den Eingang, damit wir uns formieren können. Diese Mauern werden nicht lange halten. Wir sollten hier nicht bleiben. Gute Idee. Sylvanas hatte kaum Zeit, sich auf diesen Angriff vorzubereiten. Aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Geht alle auf eure Position. Wir greifen auf mein Kommando an. Gen, ihr müsst uns den Rücken frei halten. Es ist zu riskant, alle gleichzeitig durch den Seitenflügel zu schleusen. Sie hat dort sicher Fallen gelegt. Natürlich. Ich decke die hintere Flanke ab. Gehen wir. Jaina, blockiert die Ausgänge. Lasst nicht zu, dass sie Verstärkung rufen.
ausgezeichnete Arbeit. Lasst uns weiter vorrücken. Ich bin bereit. Jetzt seid ihr in der Unterzahl. Diese Armee ist riesig. Gebt nur den Befehl, dann bringe ich uns in Sicherheit. Wenn wir jetzt flüchten, werden wir zur Beute. Nein, wir kämpfen und sterben, wenn es sein muss, für unsere Überzeugungen. Eure Zeit ist abgelaufen, König Anduin. Sieg den Verlassenen! Allianz, haltet stand! Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Ich komme immer genau rechtzeitig, Eure Majestät. Mechadrill, seid ihr kampfbereit? Selbstverständlich! Und ich habe zur Verstärkung ein paar Maschinen dabei. Dreht ruhig eine Runde. Jaina, Gen, helft mir gegen Pestrufer und Lomkina. Aleria, nehmt den Rest unserer Truppen und schlagt den Feind in die Flucht. Wie ihr wünscht. Champions, zu mir! Meine Maschinen warten auf euren Befehl! Seht nur, wer sich die Ehre gibt. Gut, jetzt bleibt der Kampfgelbis spannend. Ich versichere euch, Pestrufer, die Freude ist ganz meinerseits. Die Leben. Diese Verräter müssen bestraft werden. Bane, ruft sie zurück! Rückzug! Sie dürfen nicht entkommen! Die Horde zieht sich wieder zurück. Welche Strategie verfolgt sie damit? Die verfluchte Verseuchung blockiert den Weg. Unsere Truppen können ihr nicht folgen. Sylvanas darf nicht entkommen. Wir gewinnen den Krieg nur, wenn wir sie gefangen nehmen. Verstanden. Wir werden euch nicht alleine gehen lassen. Mechadrill! Können eure Flugmaschinen uns über diese Verseuchung bringen? Ich habe nicht viele, aber sie gehören ganz euch, Hochkönig. So sei es. Champions zu mir. Mechadrill, zieht euch mit dem Rest der Truppen über die Festung nach Brill zurück. Seid bereit, auf meinen Befehl anzugreifen. Alles klar. Tretet beiseite, Sauerfang. Dieser Krieg ist nicht allein der eure. Es wäre nicht ehrenhaft, euch zu töten. Euer Vater war ein ehrenhafter Mann, Junge. Ihr hingegen wisst nichts von Ehre. Ich werde mich nie ergeben. Jeden Moment meines Lebens kämpfe ich für mein Volk. Was habt ihr für eures aufgegeben? Mein Vater hat für die Allianz alles hingegeben. Aber seid ihr bereit, dasselbe für die Horde zu tun? Mein Leben für die Horde!
Allianz, halt! Nein, ich verlange einen ehrenhaften Tod. Mein Vater hat einmal gesagt, Barok Sauerfang verkörpert die Ehre der Horde. Er bewunderte euch dafür und ich tue es auch. Seid vernünftig. Das hier ist nicht ehrenhaft. Das hat nicht der König der Allianz zu bestimmen. In diesem Moment sehr wohl. Bringt ihn ins Verlies. Wenn ich zurückkehre, sprechen wir über Ehre und wie sie wiederhergestellt wird. Falls ihr zurückkehrt. Wir haben es geschafft. Sylvanas wird endlich für ihre Verbrechen büßen. Champions, kommt mit mir. Sich mehr und mehr Legenden. Champion, Azeroth ruft nach eurem Beistand. Kommt nach Silithus. Dort ist etwas, das ihr sehen solltet. Bei der Macht der Allianz. Unsere Feinde wissen.